Ja, dann machen wir mal weiter hier mit unseren weiteren Punkten. Mal hier durch. An den Busch kommen wir nicht. Hier die. Ah, darauf habe ich gehofft, dass mal hier die Lichtung frei wird. Zumindest ein Stückchen weit. Sehr schön. Dann können wir ja sogar wieder was aufladen. Zu schwer, zu schwer. Wie viel wiegt denn das? 30. Aber nicht schlimm. Und wir können auch noch hier das hier wieder einpacken. Wir haben ja Platz, wir haben Platz. So, jetzt müssen wir da irgendwie noch durch. Kommen wir da noch durch? Na, machen wir mal den weg. Oh, da wird's dicht. Wahrscheinlich muss ich eher in die Richtung. Weil hier sind so viele Steine. Das Gras hüpft immer sofort rein, ne? Hier nochmal wegmachen. Ja, das Gras hüpft rein. Und das andere muss ich anklicken. Ja, dann werde ich mich wahrscheinlich hier eher durcharbeiten und hoffen, dass ich hier durchkomme. Aber hier ist es auch sehr dicht. Und da glaube auch. Es sei denn, ich muss tatsächlich so einen riesigen Stein einmal weghacken. Der hat 35. Na, mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Und zwischendurch können wir mal unser Haus mit Dachboden fertig bauen. Wir haben alles beisammen. Zack, das Haus mit Dachboden war fertig und eine leuchtende Lackschicht schimmerte bereits in den Sonnenstrahlen, die hinter den Regenwolken zum Vorschein kamen. Eine Lackschicht? Leistung, Heim und Herr, errichte ein großes Haus mit einem wunderschönen Dachboden. Unverfügbarer Wohnraum, errichte 5 Wohnhäuser. 5? Hä? Was? Ich habe zwei errichtet, das ist das dritte. Verstehe ich jetzt nicht. Und das Zelt war ja schon da. Ja, danke für den Erfolg. Auch wenn er mir eigentlich gar nicht zusteht. Jetzt kann ich endlich 4 Leute hier gleichzeitig beschäftigen. Das ist ganz gut, nämlich für hier, weil man da ja 4 braucht. Dann haben wir hier was Neues. Der Winter kommt. Die kalten Windböen, die jeden Tag stärker werden, gefallen mir ganz und gar nicht. Das Frösteln, das mich nachts überkommt, lässt keinen Zweifel daran, dass bald der Winter kommt. Ich muss jetzt Vorräte anlegen. Schere die Schafe. Muss ich mir erstmal welche anschaffen. Sammle Gänse eine Eier ein, das sollte einfacher werden. Und ernte 30 Gurken. Werden wir tun. Damit werden wir bestimmt über den Winter kommen. Es wird schön warm und wir können saure Gurkenzeit, zumindest wenn wir gar nichts anderes mehr haben, können wir saure Gurken essen. Okay. Und dann düsen wir nochmal zu unserem Außenposten hier, Adlerhorst. Und schauen mal, ob wir da noch ein bisschen weiter buddeln können. Können wir das? Nein, das ist immer noch so schwer. Wir haben ja nur 24. Oh, mal gucken. Ich hatte ja gehofft, hier kommen wir irgendwie durch. Machen wir mal den hier weg. Und, viele, 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 viele Bäume. Das ist ja fies. Das ist gemein. Kommen wir hier nicht durch? Müssen wir tatsächlich durch die Bäume? Ich würde es ja nicht wundern, wenn wir tatsächlich hier auch noch schwere Steine wegmachen müssen, dass das wirklich gut abgeschottet ist. Ich weiß das halt nicht mehr. 45? Oder wir doch irgendwie durch die Blümchen? Ich meine, hier, das da könnten wir ja mal hier auf die andere Seite kommen. Wäre nicht schlecht.
Nein, ich fürchte, wir müssen Bäume fällen. Oh, wir haben ja schon wieder gar keine Puste mehr. Noch ein Fünfer? Oh, hier nicht. Höchstens hier drüben. Und diese hier brauchen sieben. Ja, okay, also da werden wir nicht so einfach hinkommen. Nicht so leicht, wie ich gehofft hatte. Alles klar. In der Zwischenzeit ist wieder was fertig geworden. Und zwar haben wir einmal hier unsere gerüffelten Bleche. Abholen, genau, für die Blechschmiede. Die Fabrik wurde wirklich schnell gebaut. Schon nach ein paar Tagen konnte man das Klimpern der Metallpresse hören. Oh ja, das kann ich gut gebrauchen. Hier die Balken. Nichts Neues, kommt nichts Neues dazu. Und dann haben wir noch den Winter. Das war hier. Da brauchten wir Schafe, Gänseeier und Gurken. Die Gurken können wir hier abholen. Und dann kann der Winter kommen. Mal. Zack. Als ich mit meinen Haushaltsangelegenheiten fertig war, steuerte ich die Blechschmiede an. Ich musste wissen, wie es dort voranging. Eigentlich ganz gut. Heute muss ich zu den Ortsbewohnern gehen und die Einstellung von neuen Arbeitern besprechen. Beherberge deine Freunde 15 Stück. Ich könnte es auch überspringen mit drei. Ich meine, ich beherberge sowieso ständig welche. Das dauert halt dann wieder ein bisschen. Okay. Und dann habe ich gerade ganz viel Energie, deswegen gehen wir nochmal hoch zum. Ja, meine Kühe sind gerade durch. Dann gehen wir nochmal hoch zum Adlerhorst und gucken, ob wir da ein bisschen durchkommen. Auf alle Fälle können wir ein bisschen was aufladen. Weil wir ja jetzt so kräftig sind. Ja, okay. Und dann schauen wir mal. Wie wir da durchkommen, ob wir da noch so ein paar Bäumchen wegnehmen müssen. Und vor allem, wie viele? 45? Oder gleich ein Felsen. Aber an die Felsen kommen wir jetzt noch nicht ganz ran. Das müssten 120er sein. 95. Der hier dürfte auch 95 sein. Oh, wenn ich jetzt nur wüsste, auf welche Seite. Auf welcher Seite ich ansetzen muss. Na, egal. Wir hacken uns mal hier durch. Ja, den kriegen wir gerade noch weg. Immerhin, es tut sich was, es tut sich was. Wir kommen fast durch. Jetzt fehlt hier natürlich noch. Oh, wir haben schön Hacken gekriegt. Ja, gut. Es wird noch ein bisschen dauern. So, wir sind jetzt soweit, gleich diese Quest hier zu erfüllen, nämlich 15 Freunde zu beherbergen. Es fehlen noch zwei und ich werde jetzt. Vier Stück einstellen, damit sie hier. Nein, drei Stück wollte ich einstellen, damit ich hier ein paar Rohre kriege. Und das werde ich hier in unseren kleinen Häuschen tun. Für 3 Stunden brauche ich. Und dann gucken wir mal, ob es da was Günstiges auf dem Markt gibt. Um die Uhrzeit immer ein bisschen schwierig. Moment, wir fangen mal von vorne an. Ja. Oh, da wäre noch jemand. Ah, schon weg. Schon weg. Schau mal durch, ob ich noch ein paar 900er. Noch den einen oder anderen 900er erwische. Es ist halt so, je mehr Leute diesen einen anstellen, umso teurer wird er für die anderen. Und deswegen ist es auch immer sehr praktisch, wenn man welche nimmt, die niedrige Level haben und wenig Freunde, die sie dann anstellen, dann bekommt man sie meistens möglichst günstig.
Aber oh ja, es ist Primetime, man merkt's. Und ich habe ja auch schon ein paar angestellt. Oh ja, die sind ganz schön teuer. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch. Oh, das nächste wäre 2700, oder? Das nächste, das am günstigsten sozusagen. Ja, das kostet jetzt gerade. Mal gucken. Wir laden nochmal. Wir brauchen noch zwei Stück. Wir brauchen noch zwei. Manchmal könnte sein, dass es gerade irgendwo wieder bei einem ausgelaufen ist, sodass ich doch noch an einen günstigen komme. Oh, nee. Ich glaube, da werde ich bei den 2700 zugreifen müssen. Hilft nix. Dann nehmen wir mal hier. Es ist schön, neue Leute kennenzulernen, denn alleine kann man in dieser Wildnis kaum überleben. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen. Da. Schon weg. Dann sie hier. So. Und dann können wir nämlich hier unsere 2, 3 Rohre herstellen. Und dann gucken wir mal, was wir für eine Folgequest haben. Der Duft von Pinien. Um eine Brücke zu bauen, brauche ich viele Balken. Diese werden aus Kiefernstämmen hergestellt. Stelle Fichtenstämme im Sägewerk her. Okay, dann muss ich aber hier meine Leute hier ein bisschen um. Moment, dann brechen wir das mal ab. Denn die hacken gerade hier an dem Mammutbaum herum. Und wenn ich Fichte brauche. Mama, ich glaube, die hier unten mache ich weg. Ein paar möchte ich noch stehen lassen. Die Frage ist, ob ich die hier. Ich meine, die hier will ich eh weg haben. Ich könnte ja die mal nehmen. So, und die beiden da. Die müssen weg. Und die vorderste hier. Mal schauen. Ja, das reicht. Zwei Leute. Dann dürfen die da einmal ein bisschen herumsägen. Wie sieht's denn hier bei unserem Turm aus? Oh ja, wir brauchen unbedingt, ganz dringend, also hierfür sind jetzt dann die Röhren und hier brauchen wir noch Tische, die auch gerade in der Mache sind. Ja. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ja, es geht doch langsam voran. Gerade muss ich sehr viel herstellen, um wieder den nächsten Schritt zu machen. Ich habe mir aber hier hinten, ich habe mir noch eine Quarry geholt, also einen Steinbruch. Die Arbeiter können mir hier das Eisen abhacken, auch Steine abhacken und Pyrit und so Sachen. Das können die machen. Und da es gerade im Angebot gab, habe ich mir einen Bienenstock gekauft. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Den kriegt man nur für Diamanten, soweit ich weiß, ja. Und da sind eben Bienen. Hier oben steht erklärt, wie das Ganze funktioniert. Man muss eine Blume kaufen, zum Beispiel, also das habe ich auch gemacht. Die stellt man hier nebendran auf. Und dann fliegen die Bienen dahin und holen da den Honig. Das dauert dann 5 Stunden. Dann ist der Balken voll. Und dann kann man das Tröpfchen Honig, das dann entsteht, hier in das Fass füllen. Diese eine Blume kann man 8-mal abernten, können die Bienen 8-mal abernten. Dann muss man sie neu kaufen. Sie kostet 10.000. Nein, oh, 50.000. 50.000 Goldstücke. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Man kann auch im Shop einen Dornenstrauch kaufen, aber auch der hat nur 8-mal Honig. Aber die Bienen sind etwas schneller mit Sammeln. Das ist dann interessant, nämlich wozu das Ganze? Wenn man das Fässlein voll hat, dann kann man das verwenden, um. Angenommen, man hat jetzt hier die Energie voll, man hat durch Quests nochmal welches dazu gekriegt. Also es ist ja immer das Ziel, möglichst viel Energie zu haben, um zum Beispiel sehr große Bäume, sehr große Felsen und so Sachen abzubauen.
Und wenn man jetzt eben versucht, Energie anzusammeln, um so einen riesigen Brocken wegzukriegen oder wenigstens ein bisschen zu reduzieren, dann guckt man nämlich, wo man überall die Energie herkriegen kann. Und angenommen, man lockt morgens ein, der Balken ist voll, es fehlt nichts, dann könnte man jetzt noch, also für ein Energie ausgeben, irgendwo, und dann etwas essen. Im Lager gibt es ja dieses Energieessen. Dann könnte man ein Energieessen essen, das möglichst hoch ist, zum Beispiel diesen Heidelbeerkuchen. Dann kriegt man die Energie voll drauf. Wenn man die Energie voll hat, kann man nichts mehr essen, weil dann heißt, nö, du bist ja satt. Aber wenn ich einen Punkt weniger habe, dann füllt es den einen Punkt auf und auch den Überschuss auch noch. Das ist dann alles da. Dann könnte man noch losziehen und bei seinen Nachbarn graben, damit man da auch noch Energiepunkte kriegt. Und dann eben, wenn das erledigt ist, könnte man eben hier noch mal einmal so viel Energie draufpacken, wie man selbst als Grundenergie hat. Also ich habe als Grundenergie 23 und ich würde, wenn ich dann das volle Fässlein nutze, nochmal 23 Punkte dazu kriegen. Da das ansteigt mit Level, irgendwann habe ich dann 40 Punkte, 50, was, weil ich weiß nicht, wie maximal, wie hoch das werden kann. Aber auf alle Fälle kriegt man dann diesen Basiswert nochmal als Energie obendrauf. Von dem her eigentlich gar nicht schlecht. Man muss natürlich hier dann immer die Blümchen zahlen. Entweder für Diamanten im Shop oder selber, wenn man irgendwann mal so reich ist, dass einen die 50.000 sowieso nicht mehr jucken, ist das eh egal. Aber ich hatte das bei meinem letzten, also dem letzten Account, wo ich hatte ich keinen Bienenstock. Ich habe zwar gesehen, dass die anderen Spieler sowas immer hatten oder viele hatten, gerade die höheren. Ich selber hatte es nicht, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, wozu der da ist. Da er aber jetzt die letzten Tage im Sale war, habe ich mir gedacht, wozu ist denn der eigentlich? Was ist an dem so toll? Wozu müsste ich den unbedingt haben? Man kann auch nur einen einzigen haben. Man kann nicht mehrere haben und sich sagen, ja, dann mache ich das halt ein paar Mal. Nee. Man kann nur einen einzigen haben und dann gibt es den im Shop auch nicht mehr. Dann ist der nämlich gelockt. Ich kann ja mal gerade mal hier. Bienenstock, seht ihr? Da steht gekauft. Gibt's nimmer für mich. Gibt's nur einmal pro Account. Aber jetzt habe ich ihn auch mal. Ja, was steht als nächstes an? Als nächstes steht eben jetzt hier unsere Fichten an. Ah, schaut mal ein. Ein Tisch ist schon fertig. Da oben können wir noch eine Kuh holen. Ich habe jetzt die als einfach mal hier irgendwo verteilt, damit die endlich hier mal mein Gras abfressen. Ja, dauert halt. So viel fressen sie wohl auch nicht. Aber die Gänse fressen wie verrückt. Also die sind schon ziemlich hungrig. Zumindest wenn man nur diese kleinen Futtertröge hat. Später kann man selber die größeren herstellen, wo die dann öfter fressen können. Das ist ganz praktisch. Ich glaube, da braucht man irgendeine, weiß nicht mehr, eine Mühle oder sowas. Können wir ja gerade mal gucken. Markt, Gebäude, Temporeibliche mit Spinnerei, Molkerei, Hütte. War das hier? Steht gar nicht dran, was man da kriegt. Es kann sein, dass es in der Hütte war. Also irgendwo konnte man dann Futter herstellen. Oder vielleicht sogar in einem anderen Gebiet, aber ich glaube nicht, dass ich das so umständlich, dass das so umständlich war. Naja, da gibt es noch einiges, was wir hinbauen können. Okay, da habe ich schon ein bisschen hier weitergesucht, aber ich glaube, ich muss mit einem hohen Wert irgendwie erstmal einen von diesen großen Steinbrocken weghacken. Ich weiß es eben nicht mehr, wie das damals war, und ich will auch jetzt nicht im Internet suchen nach einer Karte oder nach einem Tipp, wo man da reinkommt. Ich weiß es nicht, ob es einen Eingang in dem Steinring gibt oder ob man sich einfach durch den Steinring durchhacken muss. Mal schauen. Wenn ich mal morgens
120 zusammen habe, dann mache ich da einfach einen Stein weg und komme dann vielleicht durch. Und wenn nicht, dann grabe ich mich in der Zeit halt erstmal ein bisschen außen rum, dann habe ich da auch schon was freigeschafft. Ist ja auch nicht verschwendet. Okay. Naja, und unser Türmchen wird auch noch ein bisschen dauern, wie ihr seht. Solange ich hier die Sachen nicht machen kann. Wobei, ich könnte mal gucken, ob ich Ziegel und Dachziegel, ob ich die über eine Sammlung kriege. Da könnten wir mal schauen. Bretter. Ziegel hätte ich. Also Ziegel bräuchte ich nicht unbedingt. Da könnte ich mal eintauschen. Oh. Erreiche Level 20 durch Eintauschen. Oh. Und mit Level 20 gibt es eine neue Quest mit einem Schiff. Oha. Na sowas. Jetzt tue ich trotzdem mal bis... eins lasse ich übrig, damit ich nicht die blöde Meldung kriege. Du hast dein Türschloss-Set gesammelt. Und dann ploppt es wieder auf, wenn man es gar nicht brauchen kann. Deswegen lasse ich immer eins übrig im Moment. Jetzt gucken wir mal weiter. Milch, Wolle, Wasser. Food. Ich darf natürlich nicht nur auf das Hintere gucken, weil es gibt ja nicht immer nur XP da vorne. Hier gibt es zum Beispiel Seile auch. Aber man kriegt da teilweise richtig gut auch Gold. Also wenn ich hier einen so einen Balkenstab, also so die Balken kriege, dann kriege ich hier auch 15.000 Gold. Oder 10.000. Also so schlecht sind die Sätze wirklich nicht. Die sind richtig, richtig gut hier. Das lohnt sich schon. Nee, da gibt es nur XP. Okay. Also. Deine Belohnung. 20. Level 20. Wir kriegen nochmal 16.000 und 4 Smaragde. Und kriegen einen hübschen Pavillon. Nur Deko-Zeug. Okay. Ja, wo wollen sie uns denn hinschicken? Felsenküste. Schon wieder das nächste Gebiet. Dumpfes Echo und ich eilten zum Strand. In der Nacht war ein heftiger Sturm aufgekommen und die Anwohner hatten ein unbekanntes Schiff zu den Felsen treiben sehen. Wir mussten den Menschen helfen. Geh zur Felsenküste. Ich guck mal, wo das ist, aber ich gehe da mal noch nicht hin, weil ich möchte noch den Adlerhorst erst fertig machen. Aber wir können mal auf der Karte gucken, wo das ist. Felsenküste? Ah, gleich hier. Die sagt mir jetzt gar nichts. Also so, weiß nicht, ob es die früher schon gab oder ob das neu dazugekommen ist. Ich meine, ich habe damals wirklich hier so und dann so. Was ist das denn? Ja genau, Ukti und so. Wobei, da könnte ich sogar schon hin. Guckt mal, da ist kein Schloss davor. Natürlich gesetzt den Fall, ich... ich guck grad. Ah, die Pfeile sind nicht wie der Schlitten immer fährt, sondern einfach, was man so nacheinander idealerweise besuchen könnte. Weil ich habe gerade gedacht, hä? Ich werde doch, wenn ich nach Ukti möchte, nicht hier ganz außen rumfahren. Aber wenn man jetzt mal schaut, wo die Pünktchen hier hingehen, da, dann sieht man auch, dass es einfach 4 Tage braucht. Eigentlich 5, wenn man genau nimmt. 2, 3, 4 und am 5. Tag komme ich an, aber netterweise sind 4 Tage gerechnet. Das ist doch auch gut. Das ist das hier. Déjà-vu. Ist auch gelockt. Das ist auch gelockt. Und da oben könnte ich auch hin. Da Food und Polarseid. Aber ich möchte jetzt erstmal hier die Questreihe zu Ende machen, genauso wie wir hier erstmal Lied des Windes die Questreihe fertig gemacht haben. Und außerdem möchte ich ja da auch mal noch ein bisschen was abbauen. Das wäre auch nicht schlecht. Jo, so eigentlich mal der Zwischenstand der Dinge. Ja, da können wir schon was einsammeln. Wie viel waren es? 10 Stück. Es geht eigentlich relativ flott. Ich muss mal gucken, dass ich nachher nicht verpasse, dass ich dann hier auch aufnahme-ready bin, wenn ich da die letzten Teile einsammle. Und nicht irgendwie gedankenlos bloß draufklicke, weil ich denke, ja, alles einsammeln. Das kann nämlich auch passieren. Und da ist unser letzter Fichtenstamm fertiggestellt, beziehungsweise durchgesägt. Oh, der Duft von Pinien. Die Arbeit lief prächtig. Der Klang des Sägewerks, das Rasseln der Äste und das Knacken der fallenden Bäume war im ganzen Tal zu hören.
Wir bekommen ein paar Balken, die ich sehr gut brauchen kann. Diese große Fichte ist jetzt mein Ziel. Ich bekomme bewaffnet mit einer scharfen Axt meinen ganzen Willen und viel Geduld. Der Baum hat keine Chance. Ich komme bewaffnet mit einer scharfen Axt. Oh, und jetzt fällt eine große Fichte. Haben wir eigentlich schon gemacht. Das heißt, das muss ich selbst machen. Eine große Fichte. Also wir mussten ja schon mal so eine seltene Fichte mussten wir schon mal. Eine kleine Tanne. Ist es auch eine Tanne? Tanne? Machen die da einen Unterschied zwischen Fichten und Tannen? Ich meine, das sind ja Mammutbäume. Seltene Fichte, das ist wahrscheinlich schon wieder so eins, ne? Mussten wir das nicht schon mal? Eine Tanne, das ist eine große Fichte. Ja, dann würde ich tatsächlich mal die zwei hier nicht auf diese kleine ansetzen, sondern auf die große. Mal gucken, welche große will ich denn weghaben. Will ich die weghaben? Ja, die will ich weghaben. Die hat doch nur noch 45. An der habe ich schon mal, glaube ich, rum... Ah, die haben immer 45. Wollte gerade sagen, an der habe ich schon mal irgendwie rumgehackt. Oder hier hinten. Also da hinten möchte ich gerne mal freikriegen. Weil die da an der Seite, die können noch ein bisschen stehen bleiben. Die stören mich nicht großartig. Dann nehmen wir die da. So, und unsere andere Kollege darf mal hier... Die Bäumchen hier ein bisschen dezimieren. Okay. Ist uns noch was dazugekommen? Nö. Ja, unser Schifflein, das kann ruhig da in der Versenkung erstmal bleiben.